Hallo, ich bin Madame Wormuth. In diesem Video geht es um die Personalpronomen im Genitiv, Teil 2. Voraussetzungen: Du solltest das Video Personalpronomen Genitiv, Teil 1 gesehen haben. Es ist immer gut, Folgendes zu wissen. Deklinierte Pronomen und auch andere deklinierbare Wörter kommen als Bestandteile in zusammengesetzten Wörtern und als erstarrte Wortformen vor. Es gibt noch viele andere zusammengesetzte Wörter, die einen Wortbestandteil im Genitiv haben. Beispielsweise können Personalpronomen im Genitiv mit gleichen, wegen, halben oder willen zusammengesetzt werden. Daraus entstehen dann neue Pronomen und Adverbien. Meinesgleichen. Dies ist ein erstarrter Genitiv und ein nicht deklinierbares Pronomen. Jemand meinesgleichen, jemand, der mir gleicht, jemand wie ich. Und ebenso heißt es dann deinesgleichen, seinesgleichen, ihresgleichen, unseresgleichen, euresgleichen, ihresgleichen. Für unseresgleichen gibt es noch andere mögliche Schreibweisen. Unseresgleichen oder unsersgleichen. Meinetwegen. Das ist ein Adverb. Es kommt von meiner wegen, welches veraltet ist. Heute würde man meistens wegen mir sagen. Also umgangssprachlich wegen plus Dativ verwenden. Meinetwegen kann aber auch von mir aus bedeuten oder zum Beispiel angenommen. Die Genitivendung er hat sich hier aber im Laufe der Zeit in et verwandelt. Und deshalb heißt es meinetwegen. Und ebenso deinetwegen, seinetwegen, ihretwegen, unseretwegen, euretwegen, ihretwegen. Beachte, dass es bei unseretwegen wieder mehrere Schreibvarianten gibt, wie vorher schon. Und bei euretwegen ist das R in der Mitte hier völlig korrekt. Nach dem gleichen Muster werden die Wortkombinationen meinethalben und um meinetwillen gebildet. Vergiss mal nicht. Hier ist ein kurzer Satz mit Genitiv zu einem Wort erstarrt. Vergiss mein nicht oder vergiss meiner nicht. Es besteht aus der Befehlsform Singular von vergessen, Personalpronomen erste Person Singular, und der Verneinung. Der Genitiv ist hier praktisch ins Wort eingeschmolzen. Wir sind jetzt fast fertig mit dem Video und fassen noch einmal alles im Resümee zusammen. Wortbestandteile im Genitiv können in zusammengesetzten Wörtern vorkommen. Bei meinetwegen, meinethalben und um meinetwillen sind die Personalpronomen im Genitiv mit den nachgestellten Präpositionen verschmolzen. Allerdings hat sich das R in ein T verwandelt. In Blau die nachgestellten Präpositionen. Oder das Beispiel vergiss mal nicht. Hier ist das Personalpronomen mit einer Verbform und der Verneinung zu einem Wort verschmolzen. Weiterhin kommen Genitiv-Personalpronomen auch in erstarrten Wortformen vor. Wie hier im Pronomen meinesgleichen. Wir sind jetzt am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich weitergebracht. Als nächstes solltest du dir die Videos zu den Personalpronomen in den anderen Fällen sowie das Übungsvideo ansehen. Danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal.